Unser heutiges Ziel ist das Erlernen der Nackenkippe. Dazu brauchen wir Turnmatten, vor allem den Mattenwagen als Hilfsinstrument und dann auch die Seile. Und so wird das am Ende aussehen. Zunächst einmal müssen wir uns an die Ausgangsposition gewöhnen. Wichtig ist dabei der richtige und gute Einsatz der Hände, das Auflegen der Hände neben dem Kopf. Die zweite entscheidende Bewegung ist die Hüftstreckung, die wir zunächst einmal erspüren müssen. Mit einigen Hilfsmitteln, dem Sprungseilen beispielsweise, können wir diese Kippbewegung nachempfinden. Auch mit Partnerhilfe geht das, man muss allerdings ein bisschen abgestimmt aufeinander sein. Nach der explosiven Hüftstreckung sollen die Fersen nahe unter das Gesäß gebracht werden, damit die Landung etwas leichter ist. Mit dieser Vorübung lernen wir, die Rollbewegung zu verzögern, um eine gute Ausgangsstellung zu bekommen. Nun, da wir alle Elemente der Übung mit einer Bewegungsvorstellung versehen haben, können wir die Zielübung unter erleichterten Bedingungen ausprobieren. Dazu haben wir den Mattenwagen so positioniert, dass er nicht mehr wegrollen kann. Zwischen Abdruck und Landefläche haben wir mit Hilfe der Matten eine Stufe erstellt. Im Zuge des Übens wird diese Stufe verringert, indem immer eine Matte vom Mattenwagen auf die Landefläche gelegt wird. Somit können wir uns Schritt für Schritt an die Zielübung annähern. Letztlich sind die beiden Mattenstöße gleich hoch und die Zielübung ist in Reichweite.